Corona ist die größte Herausforderung, die unser Land seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt hat. Corona hat natürlich auch die Arbeit im Bayerischen Landtag verändert. Auch wir tragen Maske, wir halten Abstand und wir haben uns auch über alle Fraktionen hinweg darauf geeinigt, dass wir im letzten halben Jahr nur mit einem Fünftel der Kolleginnen und Kollegen im Landtag tagen, um Abstand halten zu können, um den Landtag arbeitsfähig zu halten, weil wir natürlich auch Gesetze auf den Weg bringen müssen. Der Haushalt musste mit einem Nachtragshaushalt gestärkt werden. Der Ministerpräsident hat hier im Landtag immer auch über Regierungserklärungen, über seine Politik informiert. Wir haben diskutiert, wir haben betont, wir müssen schlagkräftig sein, wir müssen dieser Pandemie, dieser Herausforderung begegnen mit schnellem Handeln. Das hat die Bayerische Staatsregierung, das haben wir alle bewiesen. Gemeinsam gegen Corona ist das Motto des letzten halben Jahres, auch das Motto unserer Klausurtagung. Corona hat die Wirtschaft weltweit voll erwischt. In Bayern sind wir in besonderer Weise in der Automobilindustrie, bei den Automobilzulieferern, aber auch im verarbeitenden Gewerbe, hier namentlich im Maschinenbau, aber selbst im Handel, im Tourismus und auch in der Bauwirtschaft betroffen. Wenn wir als bayerische Wirtschaft heute vergleichsweise gut dastehen, dann hängt das auch mit den Maßnahmen zusammen, die wir getroffen haben. Und wir haben vor allem ganz schnell reagiert auf die Corona-Krise und haben bereits im März insgesamt 20 Milliarden Euro in einem Sonderfonds bereitgestellt, um die Corona-Krise begleiten zu können, um die besonderen Herausforderungen bezahlen zu können. Soforthilfen, Steuerstundungen, Rückzahlungen von Steuervorauszahlungen, aber auch Kredite, zum Beispiel der LFA-Förderbank für unsere kleinen und mittleren Betriebe. Auf der anderen Seite ein zweistelliger Milliardenbetrag an Liquiditätshilfen für unsere Unternehmen und nur in Bayern darüber hinaus ein Bayernfonds, eine spezielle Hilfe gerade für unsere größeren mittelständischen Unternehmen, um ihnen Liquidität verschaffen zu können durch Bürgschaften und auch im Extremfall durch vorübergehende Beteiligung des Freistaats Bayern. Also ein breites Maßnahmenpaket, das wir aufgestellt haben, um mit unserer Wirtschaft bestmöglich durch die Krise zu kommen in Bayern. Die letzten Monate der Corona-Pandemie haben gezeigt, wie bedeutsam das Thema Gesundheit ist. Das beginnt mit der wertvollen Arbeit unserer Pflegefachkräfte, unserer Ärzte, aber auch Wissenschaftler, aber auch eines jeden, der in dem Gesundheitsbereich tätig war. Wir haben viel gelernt in den vergangenen Monaten und versuchen das jetzt auch anzuwenden. Wir haben Vorräte angelegt für Ausstattung, aber auch für Medikamente, gerade jetzt auch vor dem Hintergrund der anstehenden Grippenwelle. So fühlen wir uns gut gerüstet. Wir dürfen aber dennoch in den Tagen der Pandemie nicht vergessen, dass es ganz wichtig ist, auch den psychiatrischen Krisendienst weiter zu verfolgen und natürlich die Versorgung im ländlichen Raum. Wir kümmern uns. Näher am Menschen heißt immer auch näher an den Themen, an den Problemen, die die Menschen beschäftigen. Und dafür stehen die Kolleginnen und Kollegen unserer Fraktion im Bayerischen Landtag. Und jeder von uns in der Fraktion bringt seine Erfahrungen, seine Rückmeldungen aus den Stimmkreisen mit in die politische Arbeit hinein. Und das ist ganz wichtig. Und ich glaube, die Überzeugung, die wir alle aus den Stimmkreisen mitnehmen, ist, dass Bayern, wenn wir auch in Zukunft Spitze sein wollen, ganz stark auf Innovation setzen muss. Und deshalb unterstützen wir auch den Ministerpräsidenten und die Staatsregierung aus voller Überzeugung, wenn es jetzt darum geht, mit der Hightech-Agenda den Innovationsstandort Bayerns weiterzuentwickeln, weiterzuführen. Denn wir wollen ja, dass Bayern auch in Zukunft Spitze bleibt. Wir haben entschlossen und richtig gehandelt. Der Ministerpräsident, die Staatsregierung und die CSU-Fraktion haben unter Beweis gestellt, dass sie auch in schwierigen Situationen die richtigen Entscheidungen treffen können. Wir sind daher besser durch die Krise gekommen als andere. Wir haben Bayern geprägt und gemeinsam mit den Menschen zu dem gemacht, was es heute ist. Diesen Weg wollen wir fortsetzen. Wir wollen alles tun, dass wir gestärkt aus der Krise hervorgehen,
alle Chancen für eine gute Weiterentwicklung nutzen.